Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar da am oder zum Wochenauftakt hier schon Ende September am 28. um genau zu sein. Die Tage schwinden dahin und der Oktober beginnt bald. Doch was machen die Märkte bis dato? Wir wollen uns heute das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken anschauen, nachdem wir in der vergangenen Woche auch das Cable schon das ein oder andere Mal beleuchtet hatten. Hier vor dem Hintergrund eines abwärts gerichteten Momentums, das auch sichtlich an Fahrt gewann. Und genau das Gleiche passiert im Prinzip auch hier im Sinne der Korrelation natürlich beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Aber hier ist die Lage noch nicht ganz so prekär. Vielmehr hat sich hier noch ein Stück weit Spannung aufgebaut. Der Preis hat sich hier noch nicht endgültig entschieden für eine signifikante Richtung in Richtung oder Ausbruchsrichtung vielmehr. Und was wir hier aber sehen, aufgrund der jüngsten Schwäche, ist insbesondere hier im Tageschart wieder der Rückgang unter diesen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem letzten Verlaufshoch, der oder das auch vielmehr hier innerhalb dieser großen Range sich eigentlich auch nur abspielte. Wir sehen hier seit 2011 und hier im Sinne der generellen Intervention seitens der Schweizer Nationalbank auch beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken hier eine große angelegte Seitwärtsrange, die hier eindeutig nur kurzfristig im Januar eben aufgrund der Loskoppelung der Interventionsmarke von 1,20 beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken auch hier zu einem enormen Rückgang führte. Letztlich hat sich der Währungspaar aber sehr schnell wieder erholt und ist jetzt grundsätzlich hier inmitten dieser großen Range und unlängst tat sich hier eben im August die Möglichkeit auf diese obere deckelnde Marke zu touchieren, aber wie wir sehen, gelang das nicht. Der Preis kippte hier wieder nach unten ab und befindet sich seither hier in einer Konsolidierung, die aufgrund der jüngsten Schwäche hier vom September eben auch dazu führte, dass der Abwärtstrend weiter intakt ist. Hier deutete sich zunächst hier am 20. 21. September eine Ausbruchstendenz an, aber das Ganze versiegte sehr schnell in der vergangenen Woche mit eben hier der besagten Schwäche vom britischen Pfund. Gehen wir deswegen mal hier in den Tageschart und grenzen die Situation ein Stück weit ein. Wir haben hier eine leichte Unterstützungszone, die auch aktuell wieder ein Thema wird. Zumindest ist hier der Abwärtsdruck aus der vergangenen Woche jetzt an diesem Bereich zum Stoppen gekommen. Kurzfristig haben wir allerdings hier auf der Oberseite auch ein kleines Widerstandslevel. Genau diese Zone lässt sich sehr gut eingrenzen. Inklusive der runden Number von 1,51 haben wir hier den Bereich 1,5090, 1,51. Das ist hier nach oben der Widerstandsbereich. Der müsste definitiv erstmal klar gebrochen werden, um hier weitere Folgesignale zu entwickeln. Unterhalb dessen bleibt der Markt so ein Stück weit angeschlagen und es könnte dazu kommen, dass wenn wir hier diese Aufwärtstrendtendenz, da kann man natürlich die schräge Trendlinie ein Stück weit variieren, entweder an die Tiefs der Kerze, Kerzendochte, Lunden vielmehr, oder dann eben hier möglichst viele Kerzen mitnehmen. Grundsätzlich kann gesagt werden, unabhängig dieser schrägen Trendlinie, wenn der Preis hier nochmals nachhaltig unter 1,4875 zurückfällt, besteht das Risiko, dass hier der Preis nochmals die Unterstützung von 1,4660, 1,4655 ansteuert. Hier diese Horizontalunterstützung. Das wäre also gegeben, wenn der Preis hier nochmals deutlich zurückkippt. Die Saisonalität selbst lässt hier kurzfristige Schwäche erwarten, dann aber doch zumindest hier ab Mitte Oktober, Anfang Oktober eine Aufwärtssequenz, die hier dann doch wieder Spielraum nach oben erlaubt. Also rein technisch befinden wir uns hier in einer Lauerstellung und es könnte beim Kampf hier um 1,4875, wenn es denn für die Bullen gut ausgeht, hier zu einer Attacke auf den Widerstand um 1,51 kommen. Wenn der Preis da ausbrechen sollte, dann hätten wir hier auf jeden Fall Potenzial bis zur Marke von 1,54 und dann entscheidet sich eben alsbald, gerade vor dem Hintergrund dieser großen Seitwärtsrange, was dann hier passiert. Wenn wir über 1,54 rausziehen, speziell die Marke von 1,55 ansteuern, dann wird es richtig spannend, ob hier nämlich auf Big Picture-Sicht oder unter Big Picture-Sicht hier etwas passiert auf der Oberseite. Das wird spannend zu beobachten sein. Hier kurzfristig aber gilt es eben, die Marke von 1,4875 im Auge zu behalten. Wenn der Preis dieses Level überwindet, dann haben wir, wie gesagt, hier oben den Spielraum. Kurzfristig aggressive Anleger, Trader könnten hier unter die Tiefs der letzten Woche einen Stopp setzen, um sozusagen der Gefahr zu entgehen, wenn sie hier auf dem Long Setup spekulieren, dass das Ganze sich dann nach unten ausdehnt. Wie gesagt, ist es dann sehr wahrscheinlich, dass hier das Level von 1,4655 rund angesteuert wird.
Der etwas konservative Anleger könnte auch darunter den Stopp legen. Da würde sich hier das Level von Ende August empfehlen. Haben wir hier das Niveau von 1,4603. Das wäre praktisch hier dann das Worst-Case-Szenario, der Worst-Case-Stop. Wenn der Preis nämlich darunter fällt, dann haben wir sicherlich noch deutlich mehr Abwärtsspielraum und dann lockt auch relativ zügig die Marke von 1,42. Das muss man im Hinterkopf behalten. Der hier gleich unter bärischen Gesichtspunkten aktiv ist, kann natürlich auch in diesem Bereich hier mit Ausbruch unter 1,4655 Short-Engagements pflegen, schrägstrich spekulativ unter den Tiefs der letzten Woche unter 1,4760 schon Short gehen. Diese Option ist in jedem Fall gegeben, aber man muss bedenken, dass der Preis hier sicherlich aktuell auch noch ein Stück weit Aufwärtsambitionen hat. Das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar hält sich ja aktuell auch an einer Unterstützung. Und wenn das gelingt, dass Major Pair sozusagen nach oben wieder auftritt, dann ist hier anzunehmen, dass das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken Gleiches tut. Jetzt sehen wir auch heute hier gerade den Lauf an ein neues Tageshoch. Ja, kurz in den Stundenchart. Da haben wir es. Aktuelle Kerze. Wir verlassen hier sozusagen die Preishochs vom vergangenen Freitag und der heutigen Asia-Session. Das wirkt schon mal kurzfristig bullisch. Wenn man hier diesen aktuellen Chartverlauf sieht, dann erlaubt sich hier durchaus Spielraum bis in den Bereich 1,4970 rund. Das wären dann praktisch hier die Hochs vom Freitagmorgen und dahingehend kann das Preisgeschehen auf jeden Fall sich entwickeln, wenn wir hier keine neuen Tiefs machen. Der Preis aktuell rund 54 Pips gelaufen, das ist recht wenig. Im Schnitt haben wir hier eine Range von 110, 120 Pips zu erwarten. Also mehr als das Doppelte dürfte heute noch kommen. Insofern 1,4970 mal nicht von ungefähr. Das Level kann hier locker erreicht werden. Hingegen Ausbruch auf Tagestiefs oder unter das heutige Tagestief verspricht hier hingegen sicherlich Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 1,4775. Also gibt ja Chancen auf der Ober- wie Unterseite. Aktuell deutet sich aber hier ein Move nach oben an, der sich fortsetzen dürfte. Pullbacks an dieses leichte Unterstützungslevel wären jetzt hier sozusagen Kaufgelegenheiten. Hier einerseits das Ausbruchslevel eben und neue Tagestiefs sollten hier mit Vorsicht bedacht werden, denn wenn der Preis wie gesagt hier zurückgeht, dann sieht das eher schlecht aus. Schauen wir kurz noch auf die Wochenstatistik. Hier haben wir den heutigen Tag leicht bullisch mit zunehmender Tendenz. Der Dienstag generell mit 67% positiver Schlusspreise, ganz klar ein bullischer Tag. Das im Hinterkopf behalten, das könnte morgen hier praktisch eine positive Trendfortsetzung geben, wenn der Tag sich heute weiter positiv gestaltet. Rein unter statistischen Gesichtspunkten ist das der Fall. Wir haben heute hier keine News aus Großbritannien zu erwarten. Das wird dann morgen erst wieder der Fall sein. Und wie wir hier interessanterweise sehen, spricht so ein Stück weit das Momentum für weiter steigende Preise. Also eine ganz interessante Chance. Die Lauerstellung könnte sich hier nochmal nach oben auflösen, insofern, dass das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken hier nochmal versucht, die jüngsten Verlaufshochs zu attackieren. Insofern Obacht geben. Hier ist auf jeden Fall ein Stück weit Volatilität und Spannung gegeben. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen dabei. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.